Herzlich willkommen und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Captain Brav hier bei UFOMAN LP. Wir sind ja hier noch weiterhin am Forschen. Vielleicht sollten wir nochmal mit dem sprechen. Kennen Sie den alten Mann im Park? Kennen Sie den alten Mann im Park? Der, der immer über Lucy spricht? Ja, genau der. Er kam mit dem Motel. Ich weiß nur, dass er während Space War 1 Soldat war. Wirklich? Danke. Okay, das war's. Okay, ich will jetzt los. Okay, dann werde ich jetzt losziehen. Passen Sie auf sich auf. Oh, was haben wir denn da? Broschüre. Hey, das ist eine Karte vom Sumpf. Ah, was für ein Sumpf. Kann ich sie mitnehmen? Nein, rühren Sie die nicht an. Es ist meine letzte. Haben wir jetzt schon Aufgaben? Sprich mit der einheimischen Bevölkerung. Sammle so viele Infos wie möglich. Sprich mit Kralex, sobald du alle Informationen hast. Okay. So, im Park waren wir gerade. In der Mühle waren wir auch schon. Lass uns mal zurückgehen. Ob wir da irgendwelche... Ach, guck mal, mit Kralek ist wieder da. Ich fand heraus, dass das Schiff irgendwo im Sumpf abgestürzt sein muss. Hm, ach so. Aber wir brauchen ein Boot, um es zu erreichen. Und eine Karte vom Sumpf. Ah. Hol dir das Boot. Finde die Karte. Ein Sekretär könnte etwas über eine Karte wissen, okay? Gibt es hier noch eine Tafel? Was steht da drauf? Yama Spacer Raumhafen? Okay. Schild. Kräuter. Okay. Heilmittel. Medizinisches Zubehör. Okay. Zurück zum Landeplatz wollen wir erstmal nicht, oder? Gehen Sie zum Motel. Steinmauer. Die hatten wir eigentlich schon mal, wa? Eine robust aussehende Steinmauer. Hm, einer der Steine ist ziemlich seltsam. Schwarz statt weiß. Ein Feuerstein. Okay. Ah, hier ist noch ein Schild. Sumpfbrücke. Na klasse. Alligatoren und sowas. Gut, dann gehen wir mal zum Soho. Hm, Ende der Geschichte. Dann gucken wir mal. Da draußen ist ein großer Sumpf und ich werde nicht da reingehen, ohne eine Karte und ein Boot. Hm. Verlassen Sie den Pier. Schild. Auf dem Schild steht polarer Ionenabfall. Oh Gott. Auf dem Schild steht fernhalten. Okay. Nö. Der Hohe Rat für Umweltschutz wird darüber nicht glücklich sein. Dort ist sogar ein Raumschiffflügel. Ja, wo? Schiffsflügel im Müll. Hm, dieser Schiffsflügel ist noch nicht lange her. Warte, er muss zu dem abgeschützten Sch... Aber das Zeichen sieht nicht so aus, als ob es aus der Space Union kommt. Hm. Okay. Nagel. Das hier sieht anders aus. Ich werde versuchen, es herauszuziehen. Ah, ein Schraubenzieher. Er wird mir brauchbar sein, da bin ich mir sicher. Er wird brauchbar sein. Ist hier noch was? Ist noch ein Nagel. Wow, das ist ein gewaltig aussehender Nagel. Okay, den kann ich nicht rausnehmen. Warte mal, dann können wir doch jetzt mit dem Schraubenzieher dieses Rad, das war doch mit Schrauben befestigt. Wir haben allerdings noch keine Schlüssel für die Truhe. Hm, ich kann es, genau, wir brauchen den Schraubenzieher.
Es scheint, dass dieser Schraubenzieher ein wenig zu breit ist. Der passt mir an keine Schraube. Oh Mist. Das war jetzt der Tipp, oder was? Broschüre. Gib mir den Plan vom Sumpf. Ey, das ist gerade vom Sumpf. Ja, kann ich sie nehmen? Nein, rühren Sie sich ein. Das ist mein letzter. Oh Mist. Gehen wir mal wieder zurück und quatschen nochmal mit Fenrich Kralleck. Was machst du, Fenrich Kralleck? Ich backe gerade einen Kuchen. Wonach sieht es denn aus? Ich versuche immer noch, die Frequenz herauszufinden. Ey, der Kralleck ist doch echt saufrech, wa? Kralleck, ich glaube, ich fand ein Stück des abgestürzten Schiffs. Was? Seine Fracht? Nein, eigentlich einen Flügel. Mit seltsamen Markierungen, wenn ich das anmerken darf. Was meinst du mit seltsam? Nun, es hat eine Kreismarkierung. Ich denke, es gehört nicht zu den Schiffen der Union. Du Narr. Natürlich nicht, das sind Krippszeichen. Krips? Wir versuchen Krips zu retten? Das ist es. Ich rufe die Unterstützung. Nein! Keine Unterstützung. Schau, ich empfehle dringend, Unterstützung anzufordern. Nein! Das ist ein Befehl. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Okay, du bist verantwortlich. Nur nicht wundern, wenn du siehst, wie ich ohne dich abhebe. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich etwas tun wollte. Gut. So, jetzt ist mir zwischendrin mal eingefallen, ich könnte doch jetzt mit dem Hammer mal versuchen, diesen Stein rauszuschlagen. Es wird nicht funktionieren. Warum denn nicht? Der Hammer ist einfach abgeprallt. Ich brauche etwas Scharfes, um den Stein zu durchdringen. Na siehste. Scharfes, Kartoffelschäler, Schraubenzieher. Benutze Schraubenzieher mit Feuerstein. Ja. Okay, ich habe die Schraubenzieherspitze verschmälert. Ach so. Sie ist jetzt viel schmäler. Gut, dann können wir jetzt das Rad abschrauben. Juhu. So. Dann werden wir jetzt mal unseren schmäleren Schraubenzieher nehmen. So. Großartig, der Schraubenzieher passt perfekt. Und alles klar. Die Schrauben sind raus. Dann nehme ich jetzt das Rad. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich das nehme? Nein, ich brauche es nicht. So. Schön, jetzt haben wir das Rad. Können wir die Mappe haben? Hey, das ist eine Karte vom Sumpf. Kann ich sie mitnehmen? Nein, rühren Sie nicht an. Mist. Okay, was machen wir jetzt? Dann gehen wir nochmal mit dem Fenrich reden. Fenrich Kradek. Okay, mehr kann ich mit dem nicht reden. Dann gehe ich nochmal zu dem Alten. Hallo, Opa. Opi. Hey, ich hörte, Sie kämpften im Krieg. Welche tapferen Dinge haben Sie getan? Tapfere Dinge? Ha, ich könnte Ihnen Geschichten erzählen. Erzählen Sie mir etwas über Ruhm und Mut. Großartig. Erzählen Sie mir eine Geschichte über Mut und Ruhm. Nun, da war dieser eine, die Schlacht bei La Fête La Libre, die berüchtigte Triple-L-Schlacht. Ist diese Geschichte lang? Darauf basieren meine Memoiren. Okay, also ich habe jetzt keine Zeit dafür. Also wer sind Sie? Wer zum Teufel sind Sie? Ich werde es nicht weitererzählen. Das war's schon? Tut mir leid, Sie zu stören. Ja, gehen Sie jemand anders belästigen.
das sind die schönen Blumen. Sonderbar, der Geruch hat eine beruhigende Wirkung. Die Bank hatten wir schon. Gehen wir nochmal zu dem... zu ihm hier? Mal nochmal mit ihm reden? Haben Sie Karten, um mich durch die Sümpfe zu navigieren? Keine, nur diese kleine Broschüre. Kann ich die Broschüre haben? Not possible. Dies ist die letzte und ihr Preis ist 3000 Eulers. Aber ich kann Ihnen ein Angebot machen. Was muss ich tun, um diese Broschüre zu bekommen? Nun sehen Sie, ich brauche ein paar Kräuter, um einige meiner Mixturen herzustellen. Ja? Sie. Und ohne diese, Sie wissen, das Geschäft geht schlecht. Wie wäre es, wenn Sie mir einige von diesen Kräutern bringen würden? Hm? Nun, das ist kein Standardverfahren, aber okay. Hier ist ein Foto von den Blättern, die in Frage kommen. Aber sie müssen gekocht werden, um sie von den Giftstoffen zu befreien. Oh, okay. Ja, ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Gut. Erzählen Sie mir noch einmal etwas über diese Blume. Ich habe Ihnen das Bild gegeben, aber denken Sie daran, Sie müssen sie kochen, damit sie nicht mehr giftig ist. Andernfalls habe ich keine Verwendung dafür. Okay, ich muss jetzt losziehen. Passen Sie auf sich auf. Ja. So wie es da steht, ein Bild einer vierblättrigen Pflanze. Ach so. Fünfblättrig, fünfblättrig, vierblättrig. Fünfblättrige Blume mit einem entspannenden Geruch. Okay. So, jetzt haben wir diese Pflanze. Was machen wir denn jetzt damit? Was haben wir denn hier? Wir haben den Schraubenzieher, wir haben den Hammer, wir haben das Rad. Wir haben die Tafel, wir haben das Tagebuch. Glasreiniger. Oh Gott, es wird jetzt immer mehr. Das ist so typisch bei diesen Spielen. Ionenschusswaffe, geschmolzenes Silikon. Bild einer vierblättrigen Blume. Wir müssen die Blume kochen, sagt er. Das Buch nochmal durchsuchen. Okay. Bringt uns auch nicht weiter. An unsere Liste hier gucken. Finde die Karte, ein Sekretär. Untersuche das Foto der Pflanze genauer. Pflanzen wachsen normalerweise in Parks. Untersuche die Büsche. Falls du etwas trocknen musst, könnte es mit einem Ofen klappen. Gib dem Sekretär die getrocknete Pflanze. Ah, okay. Ein Ofen. Vielleicht hier dieses Gerät da in der Mühle. Hier hinten. Da steht doch Hot und Cold. So, dann lass mich doch mal die Pflanze, die hier, das wird nicht funktionieren, okay. Das ist doch ein Ofen. Ungewöhnliche Idee, aber funktioniert, oder? Warte mal, Nee, hat er nicht gemacht. Benutze die Pflanze. Ich werde nur ein Blatt abreißen. Jetzt hat er... Cool, jetzt haben wir schon mal diese Pflanze, die der Typ sucht. Nochmal probieren hier mit dem Ofen. Ich weiß wirklich nicht, was das soll, okay. Ja, genau, vielleicht später. Okay. Zum Trocknen wäre ein Ofen geeignet, sagt er. Falls du etwas trocknen musst, könnte es mit einem Ofen klappen. Wo soll man den Ofen herbekommen? Da hinten ist ein Ofen. Geh mal nochmal raus, Alter. Hier hinten ist ein Ofen. Hier. Er versorgt den Moldmaker 3000 mit Leistung. Es hat auch einen kleinen Anschluss. Okay.
Ist das hier ein Ofen? Wie kriegen wir denn jetzt einen Ofen her? Schloss. Ja, einen Schlüssel habe ich nicht. Und du? Du hilfst mir auch nicht. Komm, wir warten mal. Wir lassen uns mal hier einen Tipp geben, vielleicht. Kling. Ihr versorgt den Kohlen. Okay. So, was können wir denn jetzt machen mit der... Wir brauchen einen Ofen. Für das... Für die Pflanze, wo wir... zufälligerweise ein Blatt abgerissen haben von. Gehen Sie zum Motel. Könnt ihr ja nochmal probieren mit dem Angestellten. Kann ich sie mitnehmen? Nein, rühren Sie nicht an. Dann gib dem mal die Pflanze. Die hier. Hier ist eine vierbrettlige Blume. Ah, nein. Es muss gekocht werden. Sie wissen, Sie müssen einen Ofen oder sowas verwenden. Okay, ich werde mir etwas überlegen. Ungünstig. Ofen. Wo bekomme ich einen Ofen her? Wo bekomme ich denn jetzt einen Ofen her? Mehr ist doch hier nicht, oder? Komm, wir quatschen nochmal mit Fenrich Kralek. Ah, die Folge ist schon wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und drück mir mal die Daumen, dass ich einen Ofen finde. Ach, ich habe ja bei mir einen Ofen im Raumschiff. Gut, dann gehen wir als nächstes zum Raumschiff. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.